So, also. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht, habe mich ein bisschen beruhigt. Ja, ich war ja doch schon etwas, wie soll ich sagen, angespannt. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich werde ich einen Großteil jetzt hier weggeschnitten haben und ihr habt gar nicht so viel gesehen, wie ich hier gefühlt habe. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich mir ein Walkthrough angeguckt, geschwind, habe Pause gemacht, halbe Stunde, mir so ein Ding angeguckt, um zu gucken, wie komme ich denn hier verdammt nochmal weiter. Ich habe es jetzt ja wirklich eine Stunde oder so bald, also gefühlt, also mindestens 40 Minuten auf jeden Fall hier verbracht, um immer wieder festzustellen, ich schaffe es einfach nicht. Na, so, jetzt ist es folgendermaßen, ich habe mir ein Walkthrough angeguckt und habe herausgefunden, dass in diesem Walkthrough zumindest die Abfolge da oben von dem Vieh, wo es rauskommt, Mitte rechts links ist. Mitte rechts links. So, das heißt, ich kann mich jetzt zumindest, also wenn das jetzt hier auch so abläuft, hoffentlich. Ja. Selbst wenn es nicht so wäre, dann gucke ich mir einfach an, was er jetzt hier für eine Abfolge hat. Jetzt habe ich ein bisschen was auf der Brille preppen. Irgendwas habe ich mir da drauf geschmiert. Bisschen Kacke, aber naja, ist halt so. Jetzt nicht. Oh, jetzt geht's wieder. Ja. Ich habe in diesem Walkthrough gesehen, der Mann hat das hier gar nicht gebraucht. Ja, der hat auch nicht das Ding da leer geschossen. Ich vermute, der hat auf einfach gespielt. Der war sehr, sehr schnell mit dem Vieh fertig. 3 Minuten ungefähr. Da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass der das auf höherer Schwierigkeitsstufe gespielt hat. So, Mitte, rechts, links habe ich gesagt, ne? Also. Rechts, links. Bei dem ist interessanterweise auch nie die Munition ausgegangen. Jetzt kommt das links. Mitte, rechts, links. Mitte, rechts. Jetzt kommt es von links raus. Also hier hat es eine andere Reihenfolge. So, und da bin ich auch schon wieder tot. Ich komme ja halt auch nicht mehr weg. Das ist das nächste Problem. Ich habe diesen scheiß Stein verloren. Ich kann nicht mal zurückgehen und sagen, ich geh zurück an Anfang des Spiels. Ist doch scheiße. Die müssen mir doch Munition genug hertun, dass ich es besiegen kann. Leute von heute, was sind denn das für Programmierer? Haben die eine Ahnung von ihrem Job? Idioten, echt ohne Witz, nur Idioten heutzutage. Ja, ist klar. Heiland, zack. Jetzt nimm doch die fucking Waffe, alter Verwalter, echt. Ja, nachladen ist ja in Ordnung, meine Fresse, echt. Wo bist du?
Was ist jetzt los? Nun, also tot, das Ding, ja. Wahrscheinlich hat es die schlechten Vibes gespürt, ja. Als anderes kann ich mir nicht denken. Ja. Ja, ich hab's geschafft, ja. Tut mir leid. Nee, ich freue mich jetzt natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, warum ging es nicht beim ersten verfickten Scheißversuch so schnell? Nee, ich speichere nichts, speichere automatisch. So. Also, auf den Schreck muss ich das Ding jetzt erstmal den Clip hier auf der PlayStation speichern. Ich müsste eh Schluss machen, waren ja wieder 40 Minuten, ne? 3x 40 Minuten jetzt ungefähr heute für dieses Vieh. Sprich, 2 Stunden. Und der Depp im Internet macht das in 3 Minuten. Schön. Also, das Spiel hat gemerkt, es ist zu schwer für mich, hat sich leichter gemacht. Schön. War ja auch Zeit, ey. Oder man musste es einfach 70.000 Mal bekämpfen, kann ja auch sein. Der in dem YouTube-Video hat das bestimmt auch bis zu seinem letzten Versuch geschnitten. Und dann ging's. Sehr schön. Also gut. So, also da liegt das Ding jetzt. Ich hab's besiegt, ja. Da. Was Größeres kommt meines Wissens nicht mehr. Irgendwie noch ein Rätselchen. Oder so. Ja. Also, jetzt ist hier der Onkel, ne? Dieser riesige Penis, wie ich die ganze Zeit gesagt habe, liegt jetzt hier, ist kaputt. Der letzte Versuch ging jetzt recht schnell, also es. Ich vermute immer noch, dass das Spiel gemerkt hat, okay, der schafft das nicht. Der schafft das einfach nicht. Ich mache mich mal ein bisschen leichter. Ich weiß aus dem, ja genau, ich weiß aus dem YouTube-Video auch, dass der jetzt gleich nochmal aktiv wird. Hat sogar was ausgespuckt, das ist ja lieb. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht mal ballern müssen. Das habe ich jetzt in dem Video nicht gesehen. Weiter habe ich es nämlich nicht geguckt. Looks like this thing had someone for lunch. Luckily those bastards didn't find it first. I have to get out of here and find Sana. Piece of cake. Kinderspiel, natürlich. Sie Arsch. Ja, willst du das einpacken? Willst du das vielleicht einpacken? Willst du es in die Hand nehmen? Geht ja nicht. Man kann sich nicht mal Sachen aus einer Hand in die andere geben. Da frage ich mich doch, was das soll. So. Ja. Kann ich das M134 bitte mitnehmen? Nur für den Fall. Jetzt ist leer. Okay. Aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Vielleicht kommt da noch ein Bossfight. In 3 Stunden oder so. Ich frage, wo müssen wir jetzt lang? Nehmen wir die Taschenlampe, dass ich ein bisschen mehr sehe. Okay, das Spiel will nicht, dass ich hier lang gehe. So wie es aussieht. Dann machen wir das halt eben nicht. Dann gehen wir halt da lang. Meine Fresse. Nicht mal die Holzkiste kannst du mit dem Ding zerballern hier. Okay, ist egal. Da kommt bestimmt gleich was raus. Das hatten wir schon mal mit dem. Hä? Hä? Alles klar, ich muss mich, glaube ich, beeilen. Wegen den Fischchen hier, ja. Die waren ja schon mal da. Jetzt völlig überrascht hier. So. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Gerade die Viecher. Aber gut, die sind wenigstens nach einem Mal getroffen und tot, ne? Also die sind ja nur wirklich pflegeleicht, ne? Das
ich ja tatsächlich sagen. Mann, aber so einen Riesenwurm brauche ich nicht, ganz ernsthaft. Brauche ich nicht. Was macht denn hier überhaupt so komische Geräusche beim Laufen? Oh, es speichert. Gut. Ah, Kletterpartie, glaube ich, hä? Ja. Weiß nicht. Achso, das ist nur ein Trümmerhaufen. Da will ich gar nicht hoch. So oder so? Oder wie machen wir es denn? So? Erdzettel. Oh, er geht in die Knie, ey. Würde man gar nicht denken, wenn man das so sieht, ne? So. Jetzt kriege ich ein Problem, weil ich habe da wieder... Ich bin an der Wand angekommen. Vor mir ist die Wand im Spielen, hinter mir ist die Wand in der Realität. So. Ja. Hab da gar nicht hingehauen. Egal. So. Was haben wir da? Das ist schön. Wieder Sprengstoff. Klasse. Hat man nicht genug in dem Spiel. Soll ich das aufmachen? Ich bin ja überzeugt, ich muss... Ich gucke erstmal, ob ich überzeugt bin, dass ich in die Richtung muss. Bin überzeugt, ich muss nicht in diese Richtung. Okay. Was ist das? Da komme ich her, ne? Jawohl, schön. Klasse. Mann, bin ich immer noch sauer auf dieses Wurmvieh, ne? Ich bin immer... Also ich bin... wirklich... Bin immer noch ein bisschen sauer. Aber das hat sie jetzt auch zu spüren bekommen. So, die Steine sind jetzt völlig unsichtbar und sind auch nicht mehr im Weg da, die Riesenbrocken. So. Ich denke, ich lasse den Entwicklern das jetzt auch nochmal durchgehen. Ein letztes Mal. Aber nochmal! Ihr Idioten. Dann aber. Ich finde raus, wo ihr wohnt. Und dann ist aber nichts mehr mit Mindestabstand, das kann ich euch sagen. Oh, Jesus fucking Christ. Nochmal ein M134. Was wollt ihr von mir? Junge. Hey. Hilf mir. Warst du auch da, wo ich war? Ja? Bist aber auch rausgekommen. Wie hast du das gemacht? So. Grenade. Hab keinen Platz. Ich habe auch hier keinen Platz für... Warte mal. Granaten kann ich, glaube ich, auch so. Nee, oder? Is that true? Is that true? Jesus. Ja, okay. Können wir irgendwas... Komm. So. Wobei, wäre der Effekt vielleicht der gleiche... Ist egal. 4 Stück. Das ist doch besser als eine Flasche, oder? So. M134. Komischer Talisman. Oder was auch immer. Ich will ja nicht sagen, dass es wie eine Kampfarena aussieht. Aber es sieht wie eine verdammte Kampfarena aus. So. Na toll. Jetzt wollte ich gerade zu Rambo-Kumpel sagen, aber nö. Kann. Früher ging das mal. Man konnte in zwei Waffen, in jeder Hand eine Handfeuerwaffe tragen. Aber wahrscheinlich
ist in dem Fall die M134 zu... Ach, das ist doch alles doof. So. Was? Das klingt aber nach was, was sauer ist. Och, bitte. Vielleicht wird es aber auch ganz leicht. Vielleicht wird es ganz leicht. Ja. Wackelt das da vorne? Nee, das wirkt nur so, ne? Da ist schon was Größeres, ja. Das ist was Größeres. Ja. Hä? Okay, kann mich nicht drehen, nicht bewegen. Cutscene. Ach, du Heilige. Gut, dass ich gerade auch dann neben dir stehe, ne? Es verspricht noch schlimmer zu werden als der Wurm. Was soll der Haken denn in diesem Spiel? Boah. Okay, also der stürmt vor, das heißt, es ist ein bisschen mit Wegrennen, mit Ausweichen angesagt. Jetzt ist das bei VR natürlich so eine Sache, mal eben ausweichen. Hä? Achso, jetzt hast du automatisch da ins freie Inventar gepackt, okay. Ach. Ach. Kalaschnikow. Ja, Granate. Bring mir jetzt Granaten gegen das Tierchen, was ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Kalaschnikow ja eh leer. Okay. Also es ist völlig egal, wo ich mich stelle. Die Cutscene setzt mich direkt da vorne ab. Das ist nett von der Cutscene. Musik ist auch scheiße laut, finde ich. Ah. Ja, nee, ist klar. Ich weiß echt nicht, ob das jetzt nicht vielleicht viel zu laut ist. Okay, also immer schön ein bisschen bewegen, ne?
jetzt bin ich ja eh gleich tot. Keine Munition. Im M134. Ist das überhaupt eins? Wo steht denn drauf? Na, egal. So. Jetzt. Ist doch zum Kotzen, echt. Weißt du, hast du ja mit VR noch nicht wirklich hier die Bewegungsfreiheit, die große, ne? Muss ja alles hier mitmachen. Ernsthaft, jetzt nur noch 28 Schuss. Ach, ist das euer Ernst? Und Muni liegt auch nicht rum. Also keine Munition, nirgendwo irgendwas. Ernsthaft? Oh, Schrotflinte, ja, okay. Das ging. Ja. Also es war beinahe zu einfach. So, der verschwindet jetzt auch direkt. Verschwindibus, das heißt, der war hier reinprogrammiert. Ne? Der war gar nicht wirklich da. So, jetzt gehen wir zu der gegenüberliegenden Tür. Ja, mich deucht. Vielleicht sollte dieses Tor sich öffnen, damit ich hier weiter kann. Aber es tut's ja nicht. Vielleicht muss ich hier noch... Hier sieht es so aus, als müsste ich irgendwas... so machen. Das hier müsste wahrscheinlich in den Boden eingelassen werden, dass hier irgendeine Flüssigkeit oder was weiß ich weiterlaufen lassen. Weiter. Ach ja. Dreht sich das jetzt immer weiter? Nö. Okay. Ja, jetzt hätte ich vielleicht runtergehen sollen, ne?